bin der Maler Franz. Ich bin Pensionist und alleinstehend. Ich habe mich schwer verletzt. Und jetzt liege ich schon seit Wochen da in der Unfallklinik von Tülfes. Und das ist eine Katastrophe. Ich kann mich nur ärgern über das chaotische Personal und über den Bettnachbarn. Der schläft den ganzen Tag, mit dem kann man nicht einmal reden. Ich weiß nicht, wie ich da einmal geheilt wieder das Krankenhaus verlassen kann. Hallo, ich bin die Schwester Gertrud, werde auch für die Patienten Trudi genannt. Ich arbeite eigentlich ganz gern da, das Team ist super. Der Oberpfleger Michael ist auch total nett. Die Patienten kommen sich leider nicht aussuchen. Momentan haben wir einen da, also der Franz Mader, der ist einfach furchtbar. Also er sudert überall rund um, findet überall Fehler. Ja, wenn das so weitergeht, dann glaube ich, gehe ich wieder auf Hochziel zurück. Ich bin der Schmauser Gerhard und als Ingenieur in einem Messtechnikunternehmen tätig und habe einen Arbeitsunfall gehabt. Das Essen ist gut und das Personal ist spitze. Es ist einfach eine tolle Klinik. Nur mein Bettnachbar, der nervt mich voll. Er schnarcht die ganze Nacht und wenn er munter ist, meckert er und nörgelt allein um. Und wird er das Personal schikaniert? Mir ist am liebsten, wenn ich einfach meine Ruhe habe. Knöpfle, Adelheid Knöpfle. Der Herr Mader ist mein Nachbar und alleinstehend. Sie können sich sicher vorstellen, wie es in dem Haus ausschaut. Keine Frau. Ich bringe ihm jetzt einen Pyjama ins Krankenhaus und dann werde ich ihm nebenbei erklären, wie wichtig eine Frau im Haushalt ist. So eine wie ich zum Beispiel. Oder so. Ich bin die Elisabeth Kratzer, die Oma von Gerhard. Und indem dass seine Eltern nicht wissen, dass er im Krankenhaus liegt und einen Unfall gehabt hat, besuche ich ihn halt so oft Gerd, bringe ihm einen Kuchen mit und verwende ihm halt, so wie es seine Mama tat. Hallo, ich bin die Dina, die Enkelin von Franz. Ich war jetzt gerade auf Urlaub, auf Gran Canaria, aber jetzt bin ich wieder da. Mein Opa, der hat niemanden, nur mich. Aber jetzt, wo ich wieder da bin, besuche ich ihn so oft, wie es geht. Gell, Opa? Ich bin der Oberpfleger Michael. Ich bin schon seit langem da auf der Privatklinik in Tülfes und auch schon seit langem jetzt der Oberpfleger auf der Station. Ich habe ein super Team hinter mir, aber zurzeit haben wir einen Patienten auf der Station, das ist eine Katastrophe. Der nörgelt, ist mit nichts zufrieden und schikaniert nur die Leute. Also ich darf ihn am liebsten auf den Mond schießen. Ich hoffe, sie schicken ihn bald wieder heim. Hallo erstmal, ich bin die Iris. Mein Freund, der Gerdi, liegt da im Krankenhaus. Und ich hab's nur von seiner Oma erfahren. Er will ja schon die ganze Zeit mit mir Schluss machen. Aber ich will das gar nicht. Ich glaub, ich muss ihn da einfach ein bisschen zu seinem Glück zwingen. Jetzt besuche ich ihn so oft wie es geht im Krankenhaus. Und dabei werde ich ihn mir schon herrichten, wie ich es brauche.